Und bei der Nase, der Wind, der geht hier so lang. Ja. Und dann geht der rein und da fließt es dann schneller. Das heißt, da zieht's. Wir nennen das den Mieke-Kröger-Effekt. Ja. Ja, dafür braucht es ehrlich gesagt ein paar Bierchen. Und dann hast du das in der Mannschaft angesprochen und alle waren cool damit. Ihr habt es ausprobiert und seid dann einfach mal so Olympiasiegerinnen geworden. Ja, genau. Frage, du hast ganz viel Geld für Kleider ausgegeben. Du warst super erfolgreich. Bist du jetzt eigentlich reich? Ja, vielleicht also weil wir so sympathisch waren, haben sie sich gedacht, komm, den können wir das. Wir hauen die Kohlen raus, haben die Mädels nicht gerade. Die brauchen schöne Kleider. Und die Menschen im Wald sind viel netter. Das ist die Aura des Waldes. Wie aus unseren Episoden mit Rick Zabel, Marcel Kittel und anderen Gästen wisst, wollen wir in unserem Format eine Runde mit den unterschiedlichsten Radfahrern eine Runde drehen und dabei mit ihnen quatschen. Ja, heute sind wir mal wieder nach Kölle gefahren, um die erste Frau in unserem Format begrüßen zu dürfen. Und was für eine Frau. Sie hat eigentlich alles gewonnen, was man dieses Jahr so gewinnen kann. Vize-Europameisterin und Weltmeisterin in der Mixstaffel, Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin in der Mannschaftsverfolgung. Dazu noch Twitter-Legende und auch noch Mannschaft des Jahres gewonnen. Wie es dazu kommen konnte und wie das alles passiert ist, erzählt uns heute hoffentlich Mieke Kröger. Servus, Mieke. Servus. Wo geht's heute lang? Dort, dann weiter nach dort, dann wieder zurück und dann Kuchen essen. Hört sich perfekt an, da würde ich sagen, brechen wir auf, oder? Jawohl. So, rauf auf die Böcke. Wie ein alter Mann steige ich hier auf das Rad drauf. Das ging auch schon mal galanter. Ich habe natürlich auch ein paar kleine Fragen mitgebracht heute. Ja. Und wir haben jetzt gerade eben, das Intro war eigentlich nur deswegen so lang, weil du einfach in der letzten Saison lief's einfach. Wir haben es gerade eben schon gehabt, wenn es läuft, dann läuft's. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viele Trainingstage oder Trainingsstunden bei solchen Bedingungen braucht es, um das irgendwie so ein bisschen sacken zu lassen? Um es sacken zu lassen? Ja, dafür braucht es ehrlich gesagt ein paar Bierchen. Ist noch viel sympathischer. Nee, ja klar, es geht jetzt weiter. Und dann muss man auch durch solche Trainingsstunden durch. Ja. Wo es kalt und windig ist und einem die Nase läuft. Ja, wo die Nase läuft. Okay, ich meine, du wirst wahrscheinlich schon ahnen, wir wollen auch ein bisschen über Bahnradsport heute quatschen. Liegt auf der Hand. Ich glaube aber, dass gar nicht alle Zuschauer wissen, was das denn so mit dieser Mannschaftsverfolgung vor allem auf sich hat. Kannst du mal in deinen eigenen Worten, also das Regelwerk können die Leute ja selber googeln. Ja. Beschreib doch mal in deinen eigenen Worten, was ist 4000 Meter Mannschaftsverfolgung? Wie fühlt man sich dabei? Also 4000 Meter steckt im Namen. Man ist zu viert. Dementsprechend, wenn man es aufteilt, muss jeder ungefähr 1 Kilometer von vorne fahren. Und das kann man sich halt einteilen, wie man will. Mhm. Wie es physiologisch am besten passt. Und das ist ein unglaublich geiles Gefühl, wenn es wirklich gut läuft. Ja. Wenn alles harmonisch läuft, wenn alle einfach den Speed halten, es keinen Rumgerucke gibt und man einfach wie auf Schienen irgendwie so über die Bahn gleitet. Ja, und es ist hart. Es ist hart. Ja. Das ist echt gut zusammengefasst. Du hast gerade schon gesagt, 1000 Meter, das wäre ja dann eigentlich, jeder fährt 1000 Meter und ist das Ganze schon wieder vorbei. So ist es aber nicht, ne? Also es fährt jeder unterschiedlich lange Wechsel. Ja, genau. Also wie gesagt, 1000 Meter sind 4 Runden auf der Bahn und man fährt, jetzt fährt nicht jeder einfach 4 Runden von vorne, wechselt dann und chillt hinten. Ja. Außer ich. Nee, es ist eher so, wir tendieren zu 2 Runden Führung. Ja, okay. Und dann wechselt man, erholt sich, soweit es geht. Ja. Und dann werden wieder 2 gefahren, so ungefähr. Aber je nach Tagesform, je nach Gruppenzusammensetzung variiert es auch, dass eine Fahrerin vielleicht 5 Runden fährt insgesamt, eine andere 3 sozusagen. Ja. Also ja, da kann man schon viel rumspielen, dass es halt so möglichst harmonisch läuft. Okay. Du hast gerade schon gesagt, außer ich. Warum außer dir? Ja, also jetzt bei Olympia oder kurz vor Olympia
habe ich gewagt, eine Änderung vorzunehmen. Aha. Und zwar, dass ich meine 4 Runden am Stück fahre. Weil ich einfach gemerkt habe... Weil du einfach Bock hattest, noch ein bisschen länger zu leiden, oder was? Naja. Ja, also die 4 Runden am Stück passen mir halt besser, irgendwie physiologisch. Ja. Ich meine, ich will das jetzt nicht nur auf meine Größe schieben, aber ich bin halt die größte im Vierer. Hab dementsprechend auch immer ein bisschen weniger Windschatten, um mich zu erholen. Aha. Und außerdem liegt es mir einfach physiologisch anscheinend nicht so. Ja. mich bei Überschwellenwerten zu erholen, sodass ich nochmal eine starke Führung fahren kann. Und dann, aber mir ist aufgefallen, ich kann halt 1000 Meter fliegen, kann ich halt sehr schnell fahren. Aha. Und dann habe ich halt gedacht, ach, das können wir doch mal ausprobieren. Und dann hast du das in der Mannschaft angesprochen und alle waren cool damit, ihr habt es ausprobiert und seid dann einfach mal so Olympiasiegerin geworden. Ja, genau. Ja, jetzt mal vor Olympia. Also ich meine, ihr seid ja da gefühlte 7 Weltrekorde gefahren und habt alles komplett abrasiert. Wusstet ihr das oder wart ihr selber einfach so, what the f*** is going on here? Ja, genau so. Also wir sind angekommen, sind da trainieren gefahren, haben gemerkt, oh ja, ist schnell. Ja. Die anderen Nationen haben aber auch gesagt, ja, ist schnell. Okay. Und hier werden Rekorde fallen und so. Und es sah auch alles immer sauschnell aus, wenn man sich die anderen angeschaut hat. Trotzdem haben wir gedacht, in der Quali, ja, wir sind jetzt hier so schnell im Training gefahren. Ja. Wir sind als dritte Mannschaft dran. Wir könnten versuchen, einen Weltrekord zu fahren. Mal gucken, wie lange es reicht. Ja. Dass er dann stehen blieb und wir die Quali gewonnen haben, damit haben wir nicht so ganz gerechnet. Okay, habt ihr dann gedacht, die anderen Mannschaften halten noch was zurück? Oder wart ihr euch dann schon bewusst, okay, die können, also das könnte was werden hier? Ja, dann waren, also klar, das kommt so im Kopf, aber ich habe versucht, das nicht zu sehr, nicht zu laut werden zu lassen, weil ja. Ich einfach nur meinen Job machen wollte. Okay. Mannschaftsverfolgung, 4 Leute fahren. Die Erfolge habt ihr trotzdem zu 5 geholt. Und ich habe mich dann gefragt, wie das so mannschaftsintern ist. Also Laura Süßemilch, mit der seid ihr ja dann auch noch Weltmeisterin im Team geworden. Ja. Ist sie dann auch mit bei Olympia? Laura, die war mit, also als Ersatz dabei, genau. Okay. Und wie geht man damit um als Mannschaft? Weil es ist ja schon so, ist das cool für jeden? Oder, also ich stelle mir das halt einfach mega hart vor, dass so, du fährst zu seinem großen Traum Olympia. Und ja, man muss ja trotzdem so eine Mannschaft sein, weil scheinbar ist sie ja so gut, dass man mit ihr auch Weltmeisterin werden kann. Wie handelt man das so als Team? Ja, das ist wirklich eine sehr harte Prüfung für so ein Team. Ja. Wir waren alle natürlich sehr angespannt, wir waren alle geschafft von der Reise. Aha. Und da gab es auch die ein oder andere... Hier vorne rechts. Knirscherei. Ja. Die halt im Nachhinein... nicht hätte sein müssen, wo wir es besser hätten handeln können. Aber ist klar, ne? Vor so einem Highlight, einem Karriere-Highlight und dann gibt es halt 5 Leute für 4 Plätze. Ja, genau. Aber Laura ist dann ja mit uns WM gefahren. Ja. Und es hat ihr so viel bedeutet, da zu gewinnen. Und das war so schön zu sehen. Und es ist immer schwierig im Leistungssport. Ja, klar. Man ist irgendwie befreundet. Gleichzeitig auch intern eine gewisse Konkurrenz in einer Mannschaftsdisziplin. Ist schwierig, das stimmt, ja. Ja, glaube ich, kann ich mir vorstellen. Ja. Ich dann so, deswegen war es dann auch geil, also ihr wart ja dann, seid ihr dann auch noch Mannschaft des Jahres geworden im ZDF und da wart ihr dann auch zu 5. Ja. Also am Ende wieder alle sozusagen glücklich vereint. Ja. Zu diesem Mannschaft des Jahres, ich meine, klar, ihr hattet davor schon mega Aufmerksamkeit, aber ja, würde ich sagen, auch ein bisschen über die Radsportmedien hinaus, klar, so Olympiasieg ist immer noch mal eine andere Hausnummer, aber so diese ganze Medienaufmerksamkeit, jetzt natürlich noch das große GCN auf Deutsch, ist ja klar. geht einem das immer noch auf den Sack oder machst du das gerne? Nö, ich habe das gerne gemacht. Also langsam lässt es ja wirklich ein bisschen nach. Ja. Und also jetzt im letzten halben Jahr habe ich alles mitgenommen. Ich habe alles genossen. Ja. Ich habe viel Geld für schöne Kleider ausgegeben. Für diverse Galen. Ja, aber das hat so Spaß gemacht und das ist so schön. Bisher geht es mir noch nicht auf den Sack. Das ist gut, das ist gut. Deswegen ganz plumpe Frage, du hast ganz viel Geld für Kleider ausgegeben, du warst super erfolgreich. Bist du jetzt eigentlich reich? Nee, reich nicht, aber
Na, wir haben jetzt ja dennoch die komplette Olympia-Prämie bekommen. Aha. Von 20.000 Euro. Das war vorher für Mannschaftsdisziplinen nicht festgelegt. Ah, okay. Wahrscheinlich, ja, wenn man an Hockey denkt oder so, dann ja, wird wahrscheinlich eine komplette Hockeymannschaft wird nicht jeder 20.000 Euro kriegen für eine Goldmedaille. Ja. Aber ja. Vielleicht, also weil wir so sympathisch waren, haben sie sich gedacht, komm, wie können wir das? Wir hauen die Kohlen raus, haben die Mädels nicht. Die brauchen schöne Kleider. Die müssen auch für Sportgeilen danach gut aussehen. Es gibt ja neben dem... Nee, die platzt nicht. Das hält alles. Ich möchte noch mal ganz kurz auf... Es gibt ja noch einen zweiten Vierer, beziehungsweise Fünfer, und das ist der Männer. Die waren ja nicht ganz so erfolgreich wie ihr. Kommen die jetzt eigentlich und versuchen, sich Tipps zu holen? Schauen die sich das ab oder wie ist da so das Verhältnis? Tja. Nee, ja, nee. Also bei mir jetzt noch nicht, nee. Hat noch keine angerufen? Nee. Aber die fanden das natürlich auch alle ganz cool und irgendwie auch mutig, unsere Strategie da durchzuziehen und so. Also. Ja, die Italiener machen es jetzt ja auch, ne? Also Ganna fährt ja jetzt auch. Also Ganna hat quasi dir nachgemacht, oder? Echt, ja? Ja, also ich glaube, Ganna fährt jetzt auch eine längere Führung. Er kann es ja auch. Ja. Filippo Ganna, Mieke Kröger. Vielleicht wird das auch der Mieke Kröger-Effekt und nicht das Ding mit der Nasenatmung. Man weiß es nicht. dann würde ich mich jetzt ein bisschen verabschieden vom Bahn- und vom Straßenradsport und so ein bisschen... Ja, mal so ein paar andere Bereiche vorzudringen. Und zwar, es kann sein, dass ich jetzt damit absolut falsch liege, aber kannst du mir die Frage beantworten, wie viele Kalorien 100 Gramm Nutella haben? Naja, wahrscheinlich so 650. Ja, es sind ein bisschen weniger, es sind 533. Ich habe es vorher nachgeguckt. Weißt du, wie hoch der Haselnussanteil ist? Sehr gering. 13%, um genau zu sein. Wer sich jetzt fragt, warum stelle ich die Fragen? Ich hoffe, es ist noch aktuell. Du studierst Lebensmittelwissenschaften, oder? Ja. Ist aktuell noch? Okay, also du kennst auf jeden Fall dich schon mal nicht mit der Zusammensetzung von Nutella aus, was als gute deutsche Bürgerin natürlich Grundwissen sein soll, das ist klar. Wie läuft es so? Bist du Vollzeitstudentin oder machst du das als Teilzeitstudium oder... Wie oft sieht man sich an der Uni? Tendenziell Teilzeit. Ja. Ja, also es ist ein Präsenzstudiengang. Links vorne. Es ist ein bisschen schwierig zu kombinieren. Das habe ich in den letzten Jahren gemerkt. Dann und wann schaffe ich es mal, so in einem ruhigeren Winter, ein paar Module zu absolvieren. Ja. So 3 von 5. Das ist immer gut. Ja. Ja, aber es läuft eher nebenbei als Ablenkungsmaßnahme. Bist du noch im Bachelor oder schon im Master? Ich bin noch im Bachelor. Okay, also noch keine Bachelorette in Lebensmittelwissenschaften. Nee. Warum machst du das, wenn ich fragen darf? Interessierst du dich für Lebensmittel oder was macht man damit? Ja, jetzt muss ich mich sehr für Lebensmittel, weil wir Sachen sehen. Bevor wir uns jetzt einer ganz wichtigen Frage des Tages widmen, nämlich welchen Kuchen wir gleich im Café auswählen werden, habe ich noch eine ganz kurze Frage, und zwar zu deinen Anfängen im Radsport. Warum hast du angefangen? Was hat dich dazu begeistert? Und wolltest du schon immer Profi-Radsportlerin werden oder wolltest du dich einfach nur bewegen? Also, fange von hinten an. Ich wollte nicht Profi-Radsportlerin werden. Ich war immer irgendwie auf der Suche nach einem Sport, der mir gefällt, so ein bisschen. Bin nie richtig fündig geworden, aber ich bin immer viel Fahrrad gefahren. Also wir waren im Fahrrad oder mit der Familie, so mit Zelt und Sack und Pack. Und irgendwann dachte ich, auch so ein Rennrad wäre cool. Dann, wenn man sich dafür interessiert, was cool ist und was nicht cool ist. Ne? Ich war nie cool, aber ich dachte, ein Rennrad wäre cool. Und dann, anstatt direkt eins zu bekommen, sollte ich erstmal im Verein ein Probetraining absolvieren.
Erfurt Teutoburg Bottenege von 1891 e.V. Shoutout. Und das habe ich getan und dann war ich im Verein. Dann bin ich da ein bisschen trainieren gefahren im Winter. Gott, ey, ich hatte so kalte Finger immer. Wie man sieht, ich bin ein Fan von nicht ohne Handschuhen fahren. Ich habe kalte Finger. Und habe gelitten und die Schuhe waren zu klein und so. Aber irgendwie bin ich dabei geblieben und kam mir ganz gut um die Kurven, habe mich nicht abhängen lassen. Konnte leiden, weil ich dachte, das muss so. Mehr braucht man nicht, ja? Da haben sie gesagt, hey Mieke, fahr doch mal ein Rennen. Gesagt, getan. Erstes Rennen von vorne geballert, Taschengeld verdient. Und dann war ich sozusagen infiziert. Perfekt, dann fassen wir zusammen. Mieke Kröger fährt Rad, um ihr Taschengeld aufzubessern, um so schöne Kleider kaufen zu können. Mieke, vielen Dank. Wir gehen jetzt noch zusammen ins Café und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Wir fahren jetzt ganz in Ruhe. Bis dahin. Super. Ciao, ciao. Tschüss. So. Schön. So, haben wir das auch. So, Mieke. Jetzt endlich zur wichtigsten Aufgabe des Tages, Kuchen. Endlich Kuchen. So, Mieke, ich weiß, es ist sehr verlockend, jetzt sofort in den Kuchen reinzubeißen. Aber du musst noch ganz kurz durchhalten. Es gibt noch die Entweder-Oder-Fragen. Und dann sind wir endlich erlöst und können reinfeuern in den Kuchen. 2 Wochen ohne Handy oder ohne Süßigkeiten? Ohne Handy. Marianne Voss oder Anna van der Breggen? Marianne Voss. Wout van Aert oder Mathieu van der Poel? Mathieu van der Poel. Mayo oder Ketchup? Mayo. Thomas Gottschalk oder Mike Krüger? Mieke Kröger. Riegel oder Gel? Riegel. Mieke Kröger Montag oder Mittwoch? Montag. Nutella mit oder ohne Butter? Mit Butter. Berge oder Meer? Berge. Als Zimmerpartner Lisa Klein oder Lisa Brennauer? Lisa Brennauer. Olympisches Dorf oder Bielefeld? Köln. Twitter oder Instagram? Twitter. Nie wieder Radsport gucken oder nie wieder Radfahren? Nie wieder Radsport gucken. Mixed Relay oder Mannschaftsverfolgung? Mannschaftsverfolgung. Bahn- oder Straßentraining? Straßentraining. Kaffee oder Kuchen? Kaffee. Ulle oder Lance? Ulle. Ulle ist das perfekte Schlusswort. Vielen, vielen Dank fürs Mitfahren. Wie immer darf der Gast am Ende eine kleine Empfehlung raushauen, wer denn als nächstes Mal mitfahren sollte bei der Runde. Franzi Brause. Franzi Brause? Ja. Deine Kollegin aus dem Vierer? Mhm. Dann fragen wir die doch mal an und gucken mal, ob wir dann bald durch so eine schöne Stuttgart rollen. Wir sagen Tschüssi und lassen es jetzt endlich schmecken. Ach, tschüss. Ciao.